Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Warum ist der Banane krumm? Nein, nein. Wir stellen anderen Fragen, aber warum? Dieser Titel bleibt. So heißt diese Legung, warum? Warum ist er im Rückzug? Warum meldet er sich nicht? Warum hat mich verlassen? Warum ist er fremdgegangen? Warum schreibt er nicht? Warum, warum, warum? Das ist eine allgemeine Legung am 31. Januar 2019. Die Hauptthema zeigt sich hier in diesem Bild. Und das schauen wir an. Was ist gerade die Hauptthema, was wir mit dieser Warum beantworten können? Dieses Bild unten symbolisiert gerade euren Gedanken, euren Haltung. Ihr bückt nach unten, schaut etwas an und das ist die Tod. Das heißt nicht Todesfall, damit meine ich das nicht. Die Karten haben symbolische Bedeutung. Die Fokus ist, das ist Ende an etwas. Und das, was ihr betont, ihr meint, das ist jetzt vorbei, das ist Ende. Wenn das um die liebe Partnerschaft geht, dann denkt ihr an eine Trennung, wenn das jetzt um andere Situationen geht, wie beruflichen Situationen, dann ist das eine Kündigung. Also der Fokus ist, es ist vorbei, es ist Ende. Wenn ihr aber den Blickwinkel verändert, dann erkennt hier dieser Tier ganz oben. Natürlich hat es auch eine symbolische Bedeutung. Er ist noch da. Wenn das um die Liebe, Partnerschaft handelt, dann heißt, er ist noch da. Er ist nicht weg. Wenn das um die berufliche Situation handelt, dann heißt es, bei euch kommt eine Steigerung. Ist nichts Negatives dabei. Ihr müsst nur in eine andere Richtung schauen. Aber dann muss die Körperhaltung verändern. Nicht auf den Boden schauen, wie schlimm das ist, was gerade passiert, sondern geradeaus oder besser nach oben schauen. Was hat er vor? Er ist entweder im Rückzug oder er meldet sich gerade nicht oder handelt sich um eine Trennung oder Kündigung. Das, was ausgelöst hat, was hat er eigentlich vor? Oder worüber macht er Gedanken? Was beschäftigt ihn? Das zeigt dieses Bild. Er schaut ins Wasser. Wasser symbolisiert die Gefühle. Und es ist seine eigenen Gefühle. Aber hier spiegelt sich etwas. Weil ihr spiegelt ihm etwas. Und das kann er nicht abschließen. Natürlich kann das auch seine Haltung sein, wo er sagt, warum gerade ich? Mach du mal was. Spiegel mir etwas, dass ich auch wichtig bin. Und hier handelt es sich auch um Gefühle, das ist die Mondsymbol, auch um die Liebe, das ist die Venus-Symbol, aber hier erscheint auch die Waage als Partnerschaft, aber auch als Gerechtigkeit und Krebs, das ist wie ein Zuhause, aber Krebs symbolisiert auch das Innenleben, das Seelische.
Wie fühlt er sich dabei? Oder macht er Gedanken über euren Gefühlen? Ist es ihm wichtig, wie euch geht dabei? Die Gefühlsebenen zeigt sich hier diese Karte. Er taucht sich um seinen eigenen Gefühlen. Und es bringt nicht in Oberfläche. Aber die Sonne ist da. Das heißt, die Wahrheit kommt ins Licht. Ein erklärendes Gespräch wird kommen. Ein bisschen Geduld. Er versucht, das alles unter dem Teppich kehren und öffnet sich nicht. Wenn ich das Ganze betrachte, die Bilder zeigen mehr in Richtung Partnerschaft und weniger jetzt um eine berufliche Situation, obwohl diese Frage, warum, könnten wir auch um Beruflichen auch stellen, warum wurde ich gemobbt oder warum bin ich gekündigt geworden. Aber jetzt, wenn ich den Zusammenhang betrachte, was die Bilder vermitteln, hier ist eindeutig, handelt sich um die liebe Partnerschaft. Also er versinkt in seinen eigenen Gefühlen, macht sich zu, wird das alles unter dem Teppich gekehrt und kommt nicht ins Licht. Die Licht ist aber da. Das ist die Frage, die Zeit, wann er sich öffnet. Die Ergebnis, was dann kommt, die Lösung, zeigt hier dieses Bild. In diesem Bild erscheinen die Münzen. Und die Münzen haben einen Bezug zum Erdeelement. Und das symbolisiert die Realität, die Taten. Und Münzen symbolisieren auch die Werte, auch die Wertschätzung. Und die drei Tierkreiszeichen, was hier erscheint, ist die Tierkreiszeichen Jungfrau, Stier und Steinbock. Diese Eigenschaften sind zum Erwarten. Die Jungfrau bedeutet, das bringen wir schon in Ordnung. Da kommt klärendes Gespräch, kommt auch Heilung. Die Stier bedeutet, ja, ich schenke dir die Wertschätzung. Ich kümmere auch um die Finanzen. Wir werden das alles in Besitz nehmen. Und die Steinbock, ja, sei geduldig, das dauert noch, aber wir gehen in diesen Weg und wir kommen ins Ziel an. Und das war diese Legung. Warum? Es war eine allgemeine Legung. Selbstverständlich besteht die Möglichkeit, diese Legung auch buchen. Dann ist das Maß geschnitten und passt genau auf eure Situation. Es sind Videoberatungen. Diese Videoberatungen sind anonym. Mein Honorar beträgt für diese Art von Beratung, warum? 10 Euro. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Infovideo über Aura und Aura-Reinigung. Über dieses Thema habe ich ein Klärungsvideo gemacht und ich werde dieses Klärungsvideo nicht veröffentlichen. Wenn ihr wirklich ernsthafte Interesse daran habt, über dieses Thema mehr zu erfahren, was ist Aura und was ist Aura-Reinigung, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link dazu zu diesem Klärungsvideo. Dieses Klärungsvideo über Aura und Aura-Reinigung ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.